aber ein paar Nirnwürze suche ich noch. Möchte ja außerdem noch ein bisschen Einhand trainieren, Seelensteine sammeln, Seelen sammeln und so weiter. Das heißt, ich hau jetzt noch nicht gleich ab. Aura flüstern. Hier unten gibt es ja überhaupt noch eine ganze Menge zu sehen. Es wäre also jetzt glatte Verschwendung, wenn ich da jetzt schon gehen würde. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass wir das Wichtigste erledigt haben. Dann stehen wir nämlich überhaupt nicht mehr unter Erfolgsdruck. Da ist auch irgendwo noch eine Mistmutter, die immer irgendwo am Wasser. Ich erinnere mich aber nicht mal an den genauen Ort. Aha, hier waren wir noch nicht. Das sieht man daran, dass ich das noch nicht gesammelt habe. Aber doch, hier waren wir schon, weil da ist ja der Drache. La di da und wurde voll rum. Hier klingelt doch schon wieder was. Aura flüstern. Da ist auf jeden Fall ein Gegner, genau da. Da begeben wir uns mal hin. Da hinten sind auch noch drei. Die sind näher, nehmen wir die zuerst. Einer. Wir bleiben vorerst noch auf legendär. Genau, komm mal wieder runter. Und chill mal. Fünf. Ein Heilungszauber? Seid ihr etwa? Was? Ich kann dich heilen? Ich dachte, du bist vampirisch. Okay. Interessant. Charles Jäger Fühler. Das ist ein junger Charus-Träger. Ich bin mal auf die anderen, auf die Ausgewachsenen gespannt. Dann müsste ich jetzt umschalten. Welche Taste war das gleiche wieder? Eins. Aber den nimmst du dann in die andere Hand, das will ich doch nicht. Gut, dann muss ich es eben so machen, hilft nichts. Das geht dann halt nicht anders. Speichern. Ja, ich denke, ich bleibe jetzt mal auf legendär. Sollte ich doch feststellen, dass das ein wenig zu hart ist, dann gehe ich wieder runter auf Meister. Aber im Augenblick, denke ich, komme ich eigentlich klar. Meine Skills leveln auf legendär auch besser als auf anderen Leveln. Okay, das schauen wir uns an. Das sieht vielversprechend aus. Einmal. Gehen wir mal da lang. Aber der Zähler spinnt. 0 von 30. Ich habe doch jetzt mindestens 10. Okay, da ist noch einer. Aber irgendwie traue ich der Sache nicht so recht. Ah ja. Mein Misstrauen war berechtigt. Weil es war so wie ein Schrein hergerichtet irgendwie. Schaut euch das mal an, das ist fast wie ein Altar. Den Metallband nehme ich mit. Den Heiltrank, das hier. Und da haben wir wieder eine Geodenader. Juhu, ein mächtiger. Aber schwarze Seelensteine scheint es so nicht zu geben. Es würde mich interessieren, ob es Möglichkeiten gibt, schwarze Seelensteine herzustellen. Ich weiß, im Seelengrab geht das. Da gibt es so Halterungen, da kann man normale Seelensteine reinstellen, dann tut man irgendwie mit dem Blitzableiter Energie hinzuführen und erhält einen schwarzen Seelenstein.
Aber andere Möglichkeiten, einen schwarzen Gegenstand herzustellen, kenne ich jetzt nicht. Aber vielleicht kennt ja ihr was. Wenn ja, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Das würde ich dann glatt einmal ausprobieren. Natürlich mit laufender Aufnahme. Da will ich jetzt nicht runtersegeln. Wir bewegen uns dann in die Richtung. Da klingt wieder irgendwas. Irgendwas ist da wahrscheinlich wieder in der Nähe. Aha, auf jeden Fall haben wir hier wieder eine Geodänader und drei Gegner oben. Und dann muss ich erstmal die Gegner besiegen. Speichern. Oh je, ein Magier. Aber gut, ich habe eine relativ hohe Magieresistenz, da ich viel in. Da ich Lehrling, da ich viel in Veränderungen investiert habe und Prüfungen bin. Ich glaube, mehr Magieresistenz geht gar nicht. Außer durch Verzauberung. Also. Verkackt. Ich wollte gerade heilen. Aber da war ich zu langsam. Gut, muss auch mal sein. Wieso fülle ich keine Seelensteine? Ist etwa der leer? Oder habe ich keine passenden Seelensteine dabei? Dann nehme ich den vielleicht mal in die andere Hand, in die rechte Hand. Und den in die linke Hand. Geht vielleicht nur in der Haupthand, das weiß ich jetzt gar nicht. Das werden wir gleich wissen. Ach ja, in die linke Hand. Also jetzt hat er auf jeden Fall diesen Seelenzauber drauf. Und ich habe es wieder verkackt. Naja, gut. Da bin ich jetzt auf Risiko gegangen. Stopp. Linke Hand. Rechte Hand. Heilung, diesmal machen wir es besser. Ich weiß gar nicht, ob es eine Taste gibt, mit der man etwas direkt in die linke oder direkt in die rechte Hand drücken kann. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und bitte nicht wieder verpacken. Langsam wird's sonst so ein Run and Gag. Heilung. Ich habe doch geheilt, warum heilt? Ach, warte. Ist das eine Tragödie? Und. Puh, noch habe ich den Kampf nicht gewonnen. Drei Gegner auf Legendär und das sind auch noch aufgewertete Gegner. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Puh, aber es geht, ich komme klar auf Legendär. Eieiei. Das ist eine normale Spitzhacke, ja. Mehr normale Spitzhacken. Ich hatte doch. Wir suchen Truhe.
Angriffe streit ab, gebiegte Menge bringt mir nichts. Aber eine Korunderzader. Hallo Eva, lange nicht gesehen. Aber gleich hier wieder erkannt. Einhändig 93. Schnell speichern. Ich wiederhole mich nicht allzu gerne. Korundader. Ich hielt das jetzt für eine Geodenader, aber soll mir recht sein. Dann halt Korund. Also Korundum eigentlich, aber ich habe irgendwie, ein Mod installiert, wo wohl diesen Namen mit umbenannt hat. Es müsste eins dieser inoffiziellen Patches sein. Und da habe ich wohl diesmal auch das rüberkopiert, obwohl mir die Namen von dem Zeug ja relativ egal sind. Aber ich habe letztens da mal abgedatet und die aktuelle Version installiert. Dabei habe ich wohl eine Datei mehr verschoben als notwendig. Das ist zum Beispiel auch, da könnte man Dwemer in Zwerge umbenennen oder so, aber das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt kein Problem damit, mit den Dwemern und Zwergen. Das Einzige, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Dwemer als Zwerge in Skyrim zu Elfenvölkern erklärt worden sind. Das finde ich ein bisschen verquer. Also normalerweise vertragen sich ja Elfen und Zwerge in anderen Rollenspielen nicht. Wieso? Was ist denn jetzt los? Warum brichst du ab? Warum du abbrechen? Kann ich dann immer schürfen? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich irgendein Designfehler. Der Platz, auf dem ich geklopft habe, ist wahrscheinlich unsicher oder was weiß ich was. Irgend sowas in der Art wird es sein. Wie viele haben wir denn jetzt? Purpurne 14 Stück, immerhin fast die Hälfte von denen, die wir bräuchten. Jetzt haben wir die Hälfte, 15. Und Auraflüstern, mal einen Rundblick machen. Ist Eva da unten? Also im näheren Bereich scheint nichts zu leben. Nur von da oben nochmal rundherum blicken. Nö, da will ich jetzt gerade nicht hin. Also ich habe hier, wenn ich nichts übersehen habe, lebt hier in dem Bereich nichts mehr. Mal kurz orientieren. Ich müsste mich nach links begeben, um ein unbekanntes Gebiet vorzudringen.